Ja, liebe Zuschauer, ein weiterer Gast hier bei uns im Wie schmeckt die Zukunft? Iglo, es ist dunkel geworden hier auf der digitalen grünen Woche in Berlin. Und ich habe einen prominenten Gast da, nämlich die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Klöckner. Hallo. Ich grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Was hat dieses Jahr neben Corona oder durch Corona bei Ihnen mit Blick auf Ernährung und Landwirtschaft verändert? Wie hat das Ihre Sicht verändert? Na, die Regionalität, eine gewisse Unabhängigkeit oder stärkere Unabhängigkeit bei der Produktion, aber auch, dass die Regale nicht selbstverständlich voll sind. Also wir sehen, wie wichtig es ist, Lieferketten am Laufen zu halten. Das war ja sehr klar in der Corona-Zeit, wenn plötzlich Grenzen geschlossen sind, Saatgut nicht kommt, gewisse Nudelsorten nicht da sind. Ja. Das macht was mit der Bevölkerung. Und für mich persönlich, das Thema Ernährung, zu wissen, wo was herkommt, also diese Wertschätzung von Lebensmitteln hat nochmal einen Schub erfahren, weil man sich ja viel mehr selber auch um das Zubereiten der Mahlzeiten Gedanken macht, weil man auch nicht ins Restaurant geht. Sie selber auch? Ja, wenn ich die Zeit habe, geil. Aber für mich ist das Wochenende, wirklich. Also ich liebe es, wirklich einkaufen zu gehen, Lebensmittel einkaufen zu gehen, zu schauen, was ist im Angebot, wie ist es zusammengesetzt. Also allein schon aus Berufsgründen, aber ich finde es auch immer spannend, wenn ich im Ausland irgendwie im Urlaub oder beruflich unterwegs bin, immer in den Supermarkt zu gehen, zu gucken. Da spricht so ein bisschen etwas über die Nation, wie sie ist. Ist dann auch die Frage, wie sie ist. Und also wir haben viel mehr gekocht natürlich zu Hause und gemeinsam gekocht, aber auch uns Gedanken gemacht, wo was herkommt. Das mache ich zwar schon, weil ich eh aus der Landwirtschaft komme und wir haben da unsere Bezugsquellen auch von direkten Höfen mitunter. Aber man schaut schon, glaube ich, anders drauf und man gibt auch mehr aus dafür, finde ich, wenn es geht. Wenn ich noch eine halb persönliche Frage mit Blick zurückstellen darf. Die Wahlperiode ist jetzt, oder die Legislaturperiode ist, man kann das Ende langsam sehen. Mhm. Ist es das Ministerium und die Aufgabe so schwierig oder so leicht gewesen, wie Sie gedacht haben am Anfang? Anders. Ich bin ja seit 2002 in der Politik, kam 2002 in den Deutschen Bundestag als Mitglied und dann 9 Jahre lang im Agrarausschuss, also Ernährungs- und Agrarausschuss. Und schon damals haben wir über Lebensmittelkennzeichnung diskutiert. 2002, das ist schon ein bisschen her. Und damals haben wir, sei es Ampelkennzeichnung, jetzt haben wir Nutri-Score, habe ich eingeführt. Also alles braucht seine Zeit. Aber ich glaube, was in diesen Tagen oder in dieser Legislatur sich nochmal zugespitzt hat, sind diese Glaubensgegensätze. Also Diskussionen, die keine Diskussionen mehr sind, sondern fast ideologisch hochgepuschte Sichtweisen. Also man ist sofort Lobbyist, wenn man nicht die gleiche Meinung des anderen teilt. Diese schnelle Schlagzeile, eine Forderung aufzustellen, die sich gut anhört, das ein Gesetz allselig machend ist, aber man sich gar nicht mal darum kümmert, ob das Ergebnis stimmt. Oder vom Ende her zu denken. Also das merke ich, da wird nicht mehr so zugehört, sondern es ist ein sehr polarisierendes Ministerium, Lebensministerium, weil es um Tierhaltung geht, weil es um Ernährung geht. Die einen wollen nahezu, dass wir als Staat ihnen vorschreiben sollen, was sie täglich zu essen haben. Also von Steuer und Lenkungen und Verbot von Fleisch und allem, das ist unrealistisch. Und wir sind in einem freien Land, aber es wird mit harten Bandagen, gerade auch in den digitalen Netzwerken gearbeitet, auch viele, die sich dadurch Klicks erwarten, übrigens auch Mitgliedsbeiträge und auch Einnahmen. Wie ist der Weg raus aus dieser Polarisierung? Wir versuchen hier jetzt auf dieser digitalen grünen Woche ein bisschen den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, wie schmeckt die Zukunft oder Zukunft schmeckt, behaupten wir und wir glauben es auch. Wie kommt man raus aus dieser Polarisierung, die ja in der ganzen Gesellschaft bei allen politischen Themen fast mittlerweile ist? Wie kommt man raus? Indem man nicht mitpolarisiert, weil dann kommt man von den Bäumen nicht mehr runter. Sondern indem man ja auch die Argumente der anderen Seite mal hinterfragt, also mal zu Ende denkt, also entwaffnen sozusagen.
aber auch sachlich bleiben und Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Also Unbestechlichkeit in einer gewissen Weise. Den Nutri-Score haben Sie schon angesprochen. Wie zufrieden sind Sie bisher mit der Umsetzung? Und was wünschen Sie sich noch? Und eine kritische Frage dazu habe ich danach. Ja, also der Nutri-Score hat Fahrt aufgenommen. Und wir können uns in Deutschland wirklich damit sehen lassen, wenn man sieht, wie er in Frankreich gestartet ist, dort, wo er seinen Ursprung hat. Also ich bin wirklich froh, dass so viele mitmachen. Es können mehr werden und es werden mehr werden, bin ich mir nahezu sicher. Und wir müssen auch immer transparent deutlich machen, wie der Score sich zusammensetzt. Es gibt noch den einen oder anderen Punkt, wo es Fragen gibt. Also dieser Algorithmus auch hinter dieser Bewertung, das spielt natürlich eine große Rolle. Aber ich bin da zufrieden, dass wir zum einen die Entscheidung getroffen haben, zum anderen so viele haben, die jetzt mitziehen und es wird mehr werden. Die kritische Frage ist, es gab Teile der Branche, der Lebensmittelbranche, die sich eigentlich nie zum Nutri-Score besonders verhalten haben, jetzt, wo er da ist, sich auf einmal, ja, wie soll ich sagen, beschweren oder sagen, unerhört. Zum Beispiel die Biobranche, die sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, gesund ist Bio, ist gesund und es kommt dann gar nicht drin vor. Was sagen Sie denen? Wer mit Bio werben will, darf das. Mit dem Biosiegel werben. Das sagt aber jetzt erstmal nichts aus, wie der Anbau war, wie die Zusammensetzung eines Nahrungsmittels ist. Und der Nutri-Score bezieht sich nicht auf alles Mögliche, was ich schon immer mal reingepackt haben wollte. Der Nutri-Score bezieht sich auf Nährwerte. Und auch mit biologisch hergestellten Rohwaren kann ich Produkte haben, deren Salz-, Fett- und Zuckergehalte schlichtweg zu hoch sind. Also insofern, es gibt nicht eine Salbung, die für alles heilig macht. Das muss man, glaube ich, auch klar sehen. Also der Nutri-Score hat einen Ausschnitt und eben nicht alles. Sie haben es schon angesprochen. Im Grunde, eine Ihrer Strategien ist, mit der Branche zu Vereinbarungen zu kommen. Selbstverpflichtungen. Sind Sie damit zufrieden? Kann es noch mehr werden? Was wünschen Sie sich? Es kann mehr werden. Ich bin natürlich nicht mit allem zufrieden. Ich bin der Meinung, dass der sofortige Reflex, es muss ein Gesetz geben, dieses Regulieren, dieses Staatsgläubige, dass das uns nicht weiterbringen wird, nämlich während man ein Gesetz macht, ist man manchmal schon viel weiter in der Wissenschaft oder in der Anwendung. Das haben wir ja gesehen, zum Beispiel bei der Innovations- und Reduktionsstrategie. Hätte man am runden Tisch festgeschrieben, wie viel Zucker in Gramm reduziert werden müsste. Das wäre ja fern jeder Realität gewesen und für jedes Produkt kann man das nicht machen. Stattdessen haben wir eine Strategie entwickelt mit der Wissenschaft und ganz konkrete Reduktionsmöglichkeiten aufgezeigt, ohne dass der Geschmack sich verändert etc. Und da ist man dann besser. So. Aber ich habe auf eine Selbstverpflichtung verzichtet, wo es zum Beispiel um Kinder-Baby-Tees geht. Da habe ich Zuckerzusatz und Süßungszusatz schlichtweg verboten, weil da gibt es nicht viel Verhandeln oder viel Forschen, da ist alles klar. Und ich wünsche mir bei der Reduktions- und Innovationsstrategie noch mehr Ambitionen. Wir evaluieren das auch immer. Und wenn das irgendwann ins Stocken kommt, ist klar, dann wird man sicherlich auch gesetzlich vorgehen müssen. Aber so weit muss es nicht kommen. Ich hätte es gerne passgenauer, weil Gesetze sind nie passgenau oder selten. Und was ich mir aber wünsche noch, und das ist das, was ich auch noch antreiben werde in dieser Legislaturperiode, ist die Frage der Werbung an Kindergerichtete. Erwachsene Menschen, freies Land, aber Heranwachsende, die sehr beeinflussbar sind, deren Ernährungsverhalten sich aufs ganze Leben auch auswirkt, an kindergerichtete Werbung zu Kinderfernsehzeiten zum Beispiel, halte ich in der Form, wie wir es jetzt haben, doch für problematisch. Und da sage ich, entweder gibt es eine Änderung in einer Verpflichtung, die dann auch verpflichtend ist, oder wir werden gesetzlich aktiv werden müssen. Was ist noch neben dieser Frage ein Ziel bis hin zum Ende der Legislaturperiode? Die Landwirtschaft ist in Teilen sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation, aber auch mit ja, dem gesellschaftlichen Blick auf die Landwirtschaft.
was kann da passieren, um da auch die Leute zusammenzubringen? Gesellschaft und Landwirtschaft, aber auf der anderen Seite dann auch Landwirtschaft und Hersteller und Handel. Wie kommt man da zu einem neuen Miteinander? Indem man sie zusammenbringt und indem man nicht pauschal in einer Schublade oder in einem Lager ist, sondern sich die Auseinandersetzungspunkte konkret anschaut. Wir müssen Landwirte und Verbraucher mehr zusammenbringen. Es gibt eine nostalgische Vorstellung, wie Landwirtschaft sein soll. Man selber ist mit Smartphones und sonstigem aktuellen und modernen Dingen umgeben, aber die Landwirtschaft soll so sein wie vor 50 Jahren. Romantische, nostalgische Vorstellung, kleinste Ställe. Ja, die sind aber wahrscheinlich nie umgebaut worden. Ist nicht ein Mehr an Tierwohl. Also wir müssen mehr Verständnis der Verbraucher für Landwirtschaft, die modern ist, aufbringen. Aber umgekehrt auch ein Verständnis ist nicht als grüne Spinnerei abzutun, wenn Verbraucher mehr Nachhaltigkeit, mehr Biodiversität und auch Klima- und Umweltschutz von der Landwirtschaft fordern. Aber es muss sachlich sein. Und dazu wollen wir beitragen durch Aufklärungs-, nicht nur Kampagnen, sondern indem wir aber auch beitragen dazu, dass Landwirte auch umstellen können. Wir machen einen Stallumbau, 300 Millionen Euro für größere Ställe. Ich habe jetzt fast 1 Milliarde Euro in die Hand genommen für die nächste Zeit, um Gerätschaften, um zu helfen, den Landwirten Gerätschaften anzuschaffen, die massiv weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel ausbringen und ganz präzise sind. Also Zielkonflikte lösen, das glaube ich, wird das Wichtige sein. Es wird oft gesagt, auch von Ihnen, die Landwirte, das sind die, die die Lebensmittel produzieren, die Mittel zum Leben. Das ist so fest ihr Narrativ, auch um klarzumachen, worum es da geht. Aber danach kommt ja auch noch was. Genau, die Verarbeitung. Danach kommen die Verarbeitung. 80-90% ja. Der Produkte, die die Landwirtschaft herstellt, werden von den Herstellern dann letztendlich zu Lebensmittelprodukten ja. umgewandelt. Und dann kommt hintendran auch noch der Handel, richtig. Der bis ins letzte, in den letzten Winkel dieser Republik. Gibt es da auch Wertschätzung oder gibt es die nur für die Landwirte? Nein, das gehört ja schon für alles. Also ich wende mich auch ganz entschieden dagegen, dass die Ernährungsindustrie wird ja so abgestempelt, dass sie uns über den Tisch ziehen oder vergiften will. Also das höre ich sehr häufig. Sage ich, Leute, wenn ihr das glaubt, dann macht euer Essen selbst. Aber es sieht ja nicht so aus. Es wird ja gekauft. Und wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft, was Ausdruck auch einer hochentwickelten Gesellschaft ist. Und wir hatten noch nie so hochwertige, so auch bezahlbare Lebensmittel, wie wir sie jetzt haben. Also zu behaupten, man würde ständig vergiftet werden, ich wundere mich nur, warum wir immer älter werden, wenn dem so wäre. Also ich wehre mich gegen diese Schwarz-Weiß-Bilder. Und das ist der Punkt, dass wir in der gesamten Lebensmittelkette aber Verantwortung tragen. Und das beziehe ich dann auch auf den Handel. Dass Wertschätzung und Wertschöpfung auf jeder Stufe dieser Lebensmittelkette vorhanden sein muss. Ja, weil das manchmal ein bisschen untergeht. Irgendwie hat man so das Gefühl im alltäglichen Miteinander, auch im alltäglichen, in der öffentlichen Wahrnehmung, weil da doch oft sehr stark auch die Landwirtschaft im Fokus steht, zu Recht. Sie aber sind laut natürlich, die Landwirte, und sie sind natürlich die am Ende der Kette stehen. Geil, das muss man sagen. Ja. Ihnen sind auch die Hände gebunden, es sei denn, sie haben einen Hofladen und können dann verkaufen, und das ist dann schwierig. Letzte Frage, wenn Sie sich noch mal ein Ministerium wünschen könnten. Das ist eine spannende Frage. Also erstmal wünsche ich mir was anderes, dass wir die Wahl gewinnen, dass wir die Bürger überzeugen können. Das ist wichtig. Und mein Ministerium ist, ich nenne es ja das Lebensministerium, es ist ein so lebensnahes Ministerium. Hochspannend, hochemotional, aber wir haben echt viel angestoßen und auch umgesetzt in dieser Legislaturperiode, und auch Themen wie Kükentöten beenden. Das sind emotionale Themen und Tierschutzthemen, aber wir haben auch, finde ich, in der Ernährungsfrage viel vorangebracht, auch mit Augenmaß, und das ist wichtig. Ja, Zeit ist um. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Gerne. Und noch eine restschöne digitale grüne Woche, und auf dass wir im nächsten Jahr einfach wieder zusammen miteinander sind. Und wieder die neuen Produkte probieren können. Alles klar, Dankeschön. Danke Ihnen. Danke.